So, hallo und herzlich willkommen in der Schlechtwetterhütte bei unzureichendem Licht. Das Schöne ist, ich renne ja jetzt schon seit einer ganzen Weile mit dieser Jacke rum. Und über die möchte ich jetzt sprechen. Dadurch, dass ich damit schon die ganze Zeit rumrenne, habt ihr sie wahrscheinlich schon gesehen. Ich spare mir jetzt also hier irgendwelches Drehen vor der Kamera und so ein Gedöns, sondern erzähle euch einfach, was es meiner Meinung nach zu der Jacke hier zu sagen gäbe. Haben sich ganz viele gewünscht. Ich habe das jetzt auch extra vorverlegt im Adventskalender. Adventskalender natürlich. Ein bisschen nach vorne, damit man potenziell, nicht, dass ich das Ding verkaufen möchte, ja, aber zumindest theoretisch für den einen oder anderen noch die Möglichkeit bestände, sich das Ding zu kaufen oder alternativ jemand anderen zu Weihnachten zu schenken oder sowas in die Richtung, ja. Dazu große, große Warnung, das Ding ist teuer, das ist ein Fließlodenjäckchen, Loden ist immer teuer, Loden ist einfach ein teures Material, egal wie und wo und wie qualitativ hochwertig, es bleibt teuer. Das ist natürlich qualitativ, ist auch noch sehr hochwertig, hat noch diverse durchaus schöne Zugaben und schöne Produktionsbedingungen und so weiter, und das drückt halt auch alles nicht den Preis. So eine Jacke kostet 330 Euro. Für eine Jacke, die man nicht zwingend unbedingt benötigt, sie ist toll, ja, aber nehmen wir mal an, du hast noch gar nichts an Outdoor-Ausrüstung. Ja, dann wärst du zum Beispiel, wenn du 330 Euro hast, wirklich besser damit bedient, dir für das Geld eine schöne Funktionsjacke zu kaufen, weil die wirst du in jedem Fall brauchen. Es wird Situationen geben, wenn man in die Wildnis rausgeht oder auch nur in den Wald, wo man wirklich um eine Funktionsjacke fast nicht drumherum kann, zumindest meiner Meinung nach. Gibt ja noch die Fraktion, ich habe eher einen Regenschirm, aber auch die, die nur einen Regenschirm haben, haben meistens trotzdem auch noch eine Funktionsjacke, die sie dann, wenn der Regenschirm nicht funktioniert, weil zu windig zum Beispiel, zusätzlich auch noch verwenden. Ne? Also wer noch nicht mal eine Funktionsjacke hat und noch keine vollständige Outdoor-Ausrüstung, der braucht nicht über eine Lodenjacke nachdenken, meiner Meinung nach, sondern vielleicht erstmal so die wesentlichen Ausrüstungsgegenstände zusammensparen. Und wer die allerdings schon hat oder alternativ, wer das Geld hat und es tut ihm nicht weh, und der pfeift auf meine Meinung, und der kann sich dann theoretisch natürlich so eine Jacke auch sonst zulegen, weil man sie schick findet oder was auch immer. Ne? Also für mich ist es so, Bonusausrüstung, ne? Zusatzausrüstung, nicht unbedingt zwingend zum Überleben erforderlich, aber toll. Also ein Stück weit Luxus, tatsächlich ein gewisser Luxusartikel. Ja, kann man bei Loden generell sagen, das ist ja ein uraltes Material, das gibt es ja schon sehr lange, jetzt eben neu aufgelegt, ist glaube ich momentan auch gerade irgendwie wieder im Trend, nicht, dass ich irgendeine Ahnung von irgendeinem Trend hätte, aber ja, soll wohl so sein. Und natürlich ist das ganz, 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 ganz toll. Und ja, das ist ein Naturprodukt. Und wenn dich der Ast trifft, während du dich im Wald aufhältst und du dann erschlagen am Waldboden liegst und langsam vor dich hin verrottest, dann wird deine Jacke mit dir verrotten. Ganz überwiegend. Mit Ausnahme der Kordelstopper, die sind aus Kunststoff, und des Reißverschlusses, ich glaube, der ist auch aus Kunststoff. Oder zumindest einige Teile des Reißverschlusses sind aus Kunststoff. Das bleibt übrig, der Rest der Jacke verrottet mit dir. Ist das nicht schön romantisch? Würde schon sagen. Ne? Alternativ braucht man auch nicht unbedingt vom Ast erschlagen zu werden, um eine gewisse Freude an einer Jacke zu haben, die kein Mikroplastik in der Welt verteilt. Das ist nämlich halt der Haken. Eine Fließjacke funktioniert. Zweifellos, ja, tadellos, ist eine wunderbare Jacke, hält einen warm, trocknet super schnell, wenn sie nass wird. Machst du noch eine Plastikschicht rein, die winddicht ist, hast du eine winddichte Fließjacke, ist super billig herzustellen, blablub und so weiter. Kann nicht verrotten, das ist auch in Sachen Haltbarkeit durchaus ein Pluspunkt und so weiter. Aber wann immer du dich irgendwo an einer Wand schabst, na, hinterlässt du Mikroplastik. Und das passiert nicht, wenn ich das hier mache. Ne? Ich hinterlasse höchstens Schaf. Und Schaf ist bekanntermaßen biologisch abbaubar. So, das einfach schon mal so als kleiner Randbemerkung bzw. Eingangsbemerkung. Ich will hier wirklich nichts verkaufen. Es ist einfach nur Interesse halber für die Leute, die halt unbedingt wissen wollen, was das hier für eine Jacke ist. So, im Übrigen ist das auch keine Werbung, juristisch gesehen. Werbung wäre es nur dann, wenn ich irgendein Verkaufsinteresse bzw. eine Kooperation mit dem Hersteller und oder Händler von dem Teil hätte. Habe ich aber nicht. Ne? Und das Ding ist mit eigenem Geld gekauft und damit gehört sie mir, und ich kann da durchaus drüber reden, und es ist einfach wirklich nur eine gut gemeinte Produktempfehlung, ohne dass ich irgendwie beeinflusst wäre durch, ja, habe sie gratis bekommen und bin deshalb dankbar oder sowas in die Richtung. Ne?
So, also, zunächst mal Lodenvlies. Das ist also ein Wollstoff aus Schuhe, Wolle. Wie man genau Loden herstellt, überlasse ich Leuten zu erklären, die das genau wissen. Ich weiß es nämlich nicht genau. Fühlt sich jedenfalls so ein bisschen an wie, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, ein eher rauerer Vliespulli, so von der Struktur her. Ist für Wolle wirklich, wirklich weich, vor allen Dingen für normale Schafwolle, nicht irgendwie, keine Ahnung, Alpaka oder Merino oder, Alpaka ist doch vom Lama, ne? Oder was weiß ich, ne? Es ist ganz normale Schuhwolle von so einem 0815 Otto Normalverbraucher Schaf, das man vielleicht schon mal auf der Wiese getroffen hat und sich mit ihm unterhalten. Es hat vermutlich mehr gesagt. Und so ein Schaf. Ja? Und das finde ich schon mal prima. Das mit dem Merino-Schaf, das ist ja alles super. Merino-Wolle ist auch ganz, 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 ganz toll, keine Frage. Aber Merino-Schafe gibt es halt größtenteils auf Neuseeland. Ich wüsste nicht, dass man in Deutschland nennenswert Merino-Wolle produziert. Und dann ist es auch schon wieder so eine Importgeschichte. Ich hätte gerne halt einfach mal, das war so ein bisschen die Intention, eine Klamotte aus irgendeinem Rohstoff, der bei uns auch vorkommt, wächst. Ja, wächst. Klar, die Wolle wächst am Schaf, kann man also auch sagen. Und das war so ein bisschen motivierend. Motivations- und Ausgangslage, warum ich denn so ein Ding hier haben wollte. Loden generell hat teilweise den Ruf, unzerstörbar und super robust zu sein. Das ist falsch. Loden ist bestimmt nicht unzerstörbar und super robust auch nicht. Loden ist stabil. Und das war's. Ja? Und kann zum Beispiel auch von der Motte gefressen werden. Also bei allen Wollprodukten muss man immer im Hinterkopf behalten, das ist eine Naturfaser. Die Natur hat im Laufe der Evolution Wege gefunden, Naturfasern wieder abzubauen. Das ist, wenn du im Wald tot umfällst und kompostiert werden möchtest, gut. Wenn du nicht möchtest, dass deine Jacke ohne dich im Wald kompostiert wird, dann ist das möglicherweise schlecht. Also vergiss deine Jacke nicht auf dem Waldboden. Wenn du sie 2 Wochen später abholen möchtest, ist sie schon halb kompostiert. Vielleicht nicht 2 Wochen später, aber nach 2 Monaten und spätestens nach 2 Jahren wirst du irgendwie nur, wie schon erwähnt, nur noch die Plastikteile der Jacke vorfinden. Ne? Also diese super Eigenschaften, die Loden angeblich haben soll, das hängt auch zum Teil davon ab, was für ein Loden das ist. Du kannst natürlich auch deutlich gröberen und stabileren Loden nehmen, als das dieses Lodenvlies, was hier eben diese Jacke beinhaltet. Das ist ein Gemütlichkeitsloden. Der ist super flauschig, vergleichsweise. Super angenehm zu tragen. Macht keinerlei Geräusche beim Bewegen, ist für Jäger wichtig, ist also ursprünglich, das ist auch durchaus Jagdkleidung, ne? Durchaus. Ein großer Teil der Zielgruppe dürften Jäger sein. Also für diejenigen, die das interessiert, das Ding ist unendlich leise. Ja? Also das macht überhaupt kein Geräusch beim Bewegen. Auch die Metallteile, die dran sind, die klappern nicht, der Reißverschluss klappert nicht. Also wenn man sich ganz viel Mühe gibt und wirklich aktiv mit dem Reißverschluss klappern möchte, dann kriegt man das vielleicht hin, aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass ich jemals ein Geräusch, abgesehen davon, dass ich sowieso nicht der leiseste Läufer bin, aber durch die Jacke habe ich noch nie mitbekommen, dass ich irgendwie Geräusche erzeugt hätte. Das sollte also wirklich gar kein Problem sein. Ja, das ist also einer der Vorteile der Loden, wie gesagt, die Kompostierbarkeit des Ganzen. Übrigens auch die Recyclingfähigkeit. Man muss das Ding nicht unbedingt im Wald verrotten lassen. Man kann auch alten Lodenstoff dann einfach zu einer Decke verarbeiten oder zu irgendeinem anderen Lodenkleidungsstück oder einem anderen Wollkleidungsstück. Das lässt sich also recyceln und upcyceln. Sollte sie mal wirklich dann irgendwie abgetragen und halt eben nicht mehr so schick sein, die Jacke. Das wird irgendwann passieren, ne? Weil anders als Plastik hält Wolle eben nicht ewig. Plastik mag ja scheiße sein, aber es hält halt ewig. Ja? Das darf man einfach nicht vergessen bei denjenigen, die Plastik ja furchtbar, furchtbar schlimm finden und so weiter und so fort. Es gibt Gründe, weshalb Kunststoff den Siegeszug angetreten ist, der bis heute anhält. Erstens ist es billig und zweitens hält es halt lang. Ne? Und mit beidem kann Loden nicht mithalten. Das müssen wir uns einfach klar machen. Loden fühlt sich besser an, ist emotional einfach das schönere Produkt und man möchte lieber mit Wolle rumrennen als mit Plastik. Zumindest geht es mir so. Aber das ist auch wirklich im Grunde von den technischen Eigenschaften bis auf wenige Ausnahmen kann eine gute, mindestens dann eine gute Kunststoffjacke durchaus mehr überzeugen. Je nachdem, was die dann tun soll. Ne? Eine einfache Vliesjacke, da würde ich sagen, ist das Ding hier besser. Auch wärmer, weil es einfach dicker ist. Es ist dafür aber auch entsprechend schwer. Lodenklamotten generell
Die kannst du natürlich auch in den Rucksack packen, aber dann wiegen sie entsprechend viel und sind auch nicht besonders gut komprimierbar, ne? Also das gibt so eine Wurst, wenn man die zusammendrückt, die nimmt schon ordentlich. Wenn man sie vielleicht noch ein bisschen mehr zusammendrückt, wird sie vielleicht noch ein Hauch kleiner. Aber das Ding nimmt im Rucksack schon richtig, richtig Platz weg. Gewicht weiß ich nicht auswendig, schreibe ich euch aber gerne unten hin. Ist also auch wirklich kein Leichtgewicht und keine Ultraleichtkleidung, es sei denn, man trägt sie am Körper, aber auch dann schleppst du sie letzten Endes ja auch irgendwie mit. Das muss man also auch wissen. Ne? Haltbarkeit, auch gegen Abrieb, wenn man sich dann wirklich an der Wand scheuert, ohne Mikroplastik zu hinterlassen, muss einem auch klar sein, ja, dann hinterlässt man aber Wollfasern und die sind dann hinterher nicht mehr an der Jacke und dann irgendwann reibt sich da was ab, auch wenn man ständig einen schweren Rucksack trägt auf den Schultern, reibt sich da irgendwann was ab. Wenn man mit den Armen irgendwo hantiert und ständig mit dem Ärmel irgendwo drin hängt und tief in die Baumhöhle greift, dann reibt sich hier möglicherweise ein bisschen was ab. Wenn man einfach die Arme auf den Tisch legt und da am Werkeln ist, reibt sich da was ab. Wenn man die so aufstützt, dann reibt sich hier was ab. Ne? Also das muss einem klar sein, so ein Ding hält voraussichtlich nicht ewig. Es hält sicher lange, aber nicht ewig und zeigt irgendwann Gebrauchsspuren. Mir persönlich ist das zwar völlig egal, aber je weniger flauschig die Jacke ist, dann verliert sie naturgemäß auch irgendwann ein klein wenig an Isolation. Auch das muss einem klar sein. So, Loden ist naturgemäß dafür bekannt, fast wasserdicht zu sein. Soweit würde ich nicht gehen, aber einen starken Schauer von kurzer Dauer hält die Jacke problemlos aus, ohne dass da was durchweicht. Einen ganz leichten Nieselregen hält sie wahrscheinlich ewig aus, ohne dass da was durchweicht. Und ja, bei längeren Aufenthalten in stärkeren Regengüssen, da weicht sie dann halt irgendwann durch. Das Dumme ist jetzt, wenn Wolle, auch Loden, einmal durchgeweicht ist, dann kriegst du das eigentlich nie wieder trocken, außer du machst Gebrauch von einer Zentralheizung und oder einem Feuer. Ja? Bedeutet, einfach so draußen rumlaufen, bis die Jacke wieder trocken ist. Na, rein technisch gesehen kann man sie auch irgendwann mit Körperwärme trocknen. Dann ziehst du das nasse Ding an, es wärmt übrigens auch im nassen Zustand, das ist ja auch was, was man noch positiv erwähnen muss. Kunstfaser im Regelfall, wenn sie nass ist, wärmt sie noch ein bisschen. Wolle soll angeblich noch richtig, richtig gut wärmen, wenn sie nass ist. Ich habe jetzt keine Lust, ein Experiment zu machen. Ich habe eh schon Schnupfen, wo ich das Ding ins Wasser halte und hinterher wieder anziehe und demonstriere, oh, es mir ist warm oder mir wird wieder warm. Das soll angeblich so sein, aber nochmal, ich habe gar keine Lust, das auszuprobieren. Das dürfen Leute machen, die dazu die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kurzer Schnitt. Also, wasserabweisend, definitiv. Ne? Lange, guter, lange haltender Regenschutz. Ewig nicht. Ne? Wer einen ganzen Wandertag im Regen plant, dann nimmt noch eine Regenjacke mit. Wer bei so Mischwetter, wo es mal ein bisschen regnen könnte unterwegs ist, kannst du die Regenjacke definitiv zu Hause lassen. Ja, aber das muss man vorher wissen. Im Zweifel würde ich für eine längere Tour immer auch eine Regenjacke mitnehmen, selbst wenn ich mich für die Jacke hier als Tourjacke entscheiden würde. Ich glaube, gedacht ist sie eher mehr oder weniger eben als Jacke. Jagdjäckchen für durchaus lange, aber ist nicht allzu bewegungsintensive Aufenthalte im Wald. Vielleicht ist sie dafür gedacht, ich weiß nicht, was die Intention gewesen ist. Man kann sie, da fällt die auch schon um, dafür bestimmt verwenden. Man kann aber definitiv eben damit auch hervorragend rumlaufen, weil Wolle ist, gerade Loden, ist hervorragend atmungsaktiv. Das dürfte somit das wasserdampfdurchlässigste sein, was ich jemals anhatte. Je nachdem, was man da drunter noch anhat, also bitte keine Baumwolle, das kann dann entweder tatsächlich Plastik sein oder Merino-Wolle, letzteres ist die teure Option, Plastik die günstige, beziehungsweise man fängt mit der Jacke an und arbeitet sich nach innen Merino-technisch Kauf für Kauf langsam vor. Dann läuft man irgendwann vollständig in Wolle rum, aber jedenfalls, falls das der Fall sein sollte, wahlweise mit Merino und oder eben Kunststoffklamotte, hat man eine wunderbare Atmungsaktivität. Also so schweißtreibend kann bisher zumindest die Aktivität, die man macht, fast gar nicht sein, dass nicht der Schweiß sofort vom Körper wegtransportiert wird und einfach durch die Jacke durchdiffundiert. So, und das Schöne ist, wenn man die Jacke einschweißt, dann dauert das ewig, bis die stinkt, weil einfach diese Wollfasern unglaublich schwierig abzubauen bzw. dran zu leben für viele Mikroorganismen, also unsere Schweißbakterien auf gut Deutsch, schon mal ziemlich schwierig ist und die echt Probleme haben, in diesem Mikroklima, das in so einer Wollklamotte entsteht, überhaupt Fuß zu fassen. Soll heißen, man muss das Ding nur selten waschen. Ja, und wenn man es wäscht, dann natürlich Wollwaschgang und was weiß ich was alles, keine Ahnung. Ich habe sie jetzt bisher noch nie gewaschen.
Das liegt erstens daran, dass ich faul bin und zweitens, weil ich wissen möchte, ob sie schon müffelt. Und man kann wirklich nicht das Geringste riechen. Jetzt habe ich Schnupfen, aber ich habe meine Frau gefragt und die kann das auch bestätigen. Und da riecht man also noch gar nichts. Ne? Und ich habe durchaus auch ein paar schweißtreibende Sachen gemacht mit der Jacke an. Auch der schöne Nebeneffekt ist, dass diese Wolle durch eben diese, da ist ja Wollfett zum Teil noch dran, zumindest so letzte Reste davon. Und das sorgt auch für eine gewisse Schmutzresistenz. Das Schmutz, jener Schmutz, kommt drauf an, fettiger Schmutz, der haftet leider schon, nicht fettiger Schmutz, der haftet so gut wie gar nicht. Ja? Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel normaler Schmutz vom Boden, Matsch beispielsweise, das kannst du in die Jacke kriegen, das lässt du trocknen, machst diesen und dann ist das weg und da sieht man nichts mehr davon, dass da jemals Matsch dran gewesen ist. Mit Ketchup sieht es anders aus, Mayo auch nicht so gut. Walddreck, super. Walddreck abperlend sozusagen, Zivilisationsdreck, Nahrungsrückstände und so weiter, nicht ganz so gut. Aber auch da, ich hoffe, man sieht den Fleck noch nicht, der vorhanden ist. Ja, wärmetechnisch muss ich sagen, je nachdem, was man drunter zieht. Ich habe zum Beispiel jetzt, wir haben sowas 3-4 Grad, sowas um den Dreh. Ich habe keine Handschuhe an und mir geht's gut. Und trotz Schnupfen ist mir wirklich richtig bollewarm, eben wegen dieser Jacke und dem, was ich drunter habe. Ich habe hier drunter, das könnt ihr jetzt kaum sehen, einen schwarzen Anthrazit-dicken Fließpulli, wirklich einen dicken Fließpulli wohlgemerkt. Darunter dann nochmal hier so ein Fließjäckchen, dünnes Fließ. Und darunter dann, glaube ich, sogar ein Baumwoll-T-Shirt. In völliger Verachtung dessen, dass man keine Baumwolle unter atmungsaktiven Klamotten tragen sollte, weil das ist die ganze Atmungsaktivität im Eimer. Wie dem auch sei, jedenfalls so ist mir wirklich bolle warm. Ich bin so ein mittelmäßiger Frierer. Das heißt, ich friere nicht sehr schnell, ich friere aber auch irgendwann schon. Ne? Also so irgendwo, ich würde mich tatsächlich so irgendwo im Mittelfeld einordnen. Ne? Super kälteresistent bin ich definitiv dann auch nicht. Ja, was ist noch zu sagen? Regendichtigkeit haben wir gesagt, Resistenz und so weiter und so fort. Sehr schick ist das Ding. Ne? Es hat 4 Taschen. Das sind zum einen hier diese da und dann gibt es hier noch so 2, diese hier. Ne? Ich hoffe, das könnt ihr trotz schwindendem Licht auch sehen. Die haben ebenfalls Reißverschlüsse und können dann entsprechend zugemacht werden. Dann sind auch diese Lederbändel hier oben schön zu sehen. Ich finde diese Lederbändel durchaus dekorativ. Ja, von Trägern, die die Jacke schon länger tragen, die kriegen irgendwann auch so eine leichte Patina, beziehungsweise sehen dann auch so ein bisschen nach altem Leder, auch abgegriffen davon, dass man da dauernd mit rumspielt und so weiter. Das sieht dann noch besonders hübsch aus. Da freue ich mich schon drauf, wenn das mal soweit ist. Der Kragen als solcher, das ist ja ein Kragenhuber, der ist relativ weit geschnitten. Man kann ihn aber dann auch wunderbar mit diesen Kordelzügen hier, auch wieder mit den Lederflaps dran, so zurechtziehen, wie man ihn haben möchte. Je nachdem, wie viele andere Kragen da zum Beispiel noch drunter sollen, finde ich das super, super hilfreich. Ich bin kein großer Schalfan, hin und wieder verwende ich mal sowas, aber eher selten. Ich möchte lieber einen eng anliegenden Kragen haben, der dann eben auch so weit ist, dass wenn es eine Jacke ist, die man ja tendenziell noch irgendwas anderes drunter zieht, dann kann ich eben also noch 2 bis 3 andere Kleidungsstücke drunter ziehen, die auch einen Kragen haben. Dann sind alle Kragen ineinander und dann ist das super abschließend hier oben und man kann sich den äußeren Kragen noch schön zurechtziehen. Die Kapuzenversion habe ich nicht gekauft, weil, gut, das ist der einzige Grund. Punkt. Ja? Ich kann Klamotten mit Kapuze nur sehr begrenzt einsetzen, weil, gut, ne? Punkt. Ganz einfach. Winddichtigkeit. Winddichtigkeit, ganz wichtiger Punkt. Für die Verhältnisse von einer Wollklamotte ist das Ding einigermaßen ziemlich windresistent. Ja, ziemlich windresistent heißt aber noch lange nicht winddicht. Das kriegst du einfach nicht hin, ohne da eine Plastikschicht einzubauen. Also würde man jetzt zwischen die einzelnen Wolllagen sozusagen noch eine Plastikschicht bauen, dann hätte man mit Sicherheit eine winddichte Jacke. Das wäre nochmal wärmer, wenn man dann im Wind sitzt. Aber ja, eben dann halt auch keine Naturfaser mehr. Und durch die spezielle Webart, die hier verwendet wurde, muss ich schon sagen, eine gewisse Windresistenz ist absolut spürbar. Ist es dann starker Wind, sowas ab 20 km/h ungefähr, habe ich ausprobiert, weil ich mit dem Fahrrad ca. 20 km/h gefahren bin und nicht gegen den Wind, sondern bei Windstille. Und da wurde mir dann schon bewusst, dass es dann doch recht flott durch die Jacke durchzieht. Spätestens bei 25 km/h Fahrradfahren, ergo 25 km/h
Windgeschwindigkeit, so ganz grob, ne? Einfach nur so als Annäherung, dass ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Da hat es dann wirklich gut durchgezogen und da wäre dann tatsächlich ein deutlich dünneres, aber winddichteres Kleidungsstück in dem Fall dann wärmer gewesen. Nur, dass man das richtig einschätzen kann. Aber so ein leichtes Lüftchen, wie es eigentlich fast immer geht im Gebirge oder generell im Winter, je nachdem, wo man sich befindet, vielleicht auch an der Küste, wo ja ständig Wind weht, da wäre es dann wiederum so, wenn der übliche Küstenwind, der ist ja mitunter schon relativ stark, da würde ich dann fast zu einer anderen Jacke tendieren. Andererseits, die ist ja auch für den Wald ausgelegt und im Walde ist ja durch die Tatsache, dass da überall Bäume sind, der Wald ist in einem schlechten Zustand, überall hat es Bäume, werden Windgeschwindigkeiten generell recht niedrig sein und da ist dann eine unbedingte Windschutzjacke selten, sage ich jetzt mal, erforderlich. So Situationen gibt's, aber eben nur selten. Ich trage das in der Regel so, dass ich eben die Jacke hier primär als äußere Schicht plane und im Rucksack dann noch eine dünne Regenjacke dabei habe, die erstens mal Regen abhält, wenn es mal so richtig regnet und zweitens eben den Wind abhält, wenn es mal so richtig windet. Und damit bin ich super, super glücklich und zufrieden, weil diese Regenjacke ist halt klein verpackbar, ist ein schönes, dünnes Ding, sehr leicht und dann ist der Loden eben die Hauptjacke und gegebenenfalls dann halt durchaus noch durch Plastik letzten Endes ergänzt für die notwendige Wasser- und Winddichtigkeit. Für mich persönlich fällt die Jacke sehr groß aus. Ich trage die Größe L. Ich trage bei allen anderen Kleidungsstücken, die ich besitze, Größe XL. Hin und wieder soll es auch schon mal vorkommen, dass ich in XL mich ein bisschen presswurstig fühle und dann eher XXL bevorzugen würde. Also je nachdem, wie die Klamotten ausfallen. Ich habe aber wirklich nicht das Gefühl, auch wenn das so auf der Homepage steht, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie anders oder da passt irgendwas nicht oder sonst wie. Das ist jetzt auch keine Kritik. Aber für mich ist XL viel zu groß. Da könnte ich dann noch was weiß ich was drunter anziehen. XXL wäre mit Sicherheit ein Zelt, wenn das so in der Größe weitergeht. Und L passt mir sehr, sehr gut. Ne? Also nicht so, dass es super eng sitzen würde, gar nicht, aber auch nicht so, dass es zu weit wäre. Also L passt gut. Ich wiege irgendein bisschen was über 100, hoffe ich, dass es noch nur ein bisschen was über 100 ist und bin 1,89 Meter groß, ne? Damit man sich da mal so ganz grob was drunter vorstellen kann. Ne? Und ja, wie gesagt, L passt mir sehr gut. Was ihr jetzt nicht mehr sehen könnt, weil es inzwischen zu Booster geworden ist, unten hat sie auch noch Kordelzüge am Bündchen. Man kann die sich also auch super, gerade hinten am Rücken, schön zusammenziehen, damit die Jacke nicht hochrutscht und die Nieren nicht frei liegen. Ist auch eine ganz, ganz wichtige und tolle Funktion. Das funktioniert einwandfrei. Da rutscht überhaupt nichts. Die Jacke passt wie angegossen. Zumindest mir. Super, super Passform. Ganz, ganz toll. Ja. Wir haben wahrscheinlich schon Überlänge, aber ich habe doch drei Sachen zu sagen. Musst du erst niesen? Nämlich, bei Wollprodukten muss man dazu sagen, Wolle hat prinzipiell erstmal in der Herstellung eine beschissene CO2-Bilanz. Ja? Weil das Schaf muss halt gefüttert werden und so weiter und so weiter. Je nach Schafhaltung ist es dann ein bisschen besser. Aber der CO2-Fußabdruck von Wollprodukten ist erstmal schrottig. Ja, das muss man der Fairness halber einfach so sagen. Besser wird es, wenn man die komplette Lifecycle-Analyse macht, sprich sich das Recycling bzw. das Ableben des Produktes auch noch anguckt. Da ist Wolle dann im Vorteil, weil halt, wie gesagt, im schlimmsten Fall schmeißt es in den Wald und dann ist es weg, schneid vorher die Plastikteile ab. Aber ne, das geht mit Plastikklamotten dann nicht mehr. Aber tatsächlich ist bei Wolljacken meistens die Klimabilanz in der Herstellung schlimmer als bei einer vergleichbaren Plastikjacke. Vorteil, Wolljacke verteilt kein Mikroplastik in der Umgebung. Nachteil eben erstmal die CO2-Bilanz. Ja? Da muss man auch sagen, bei Wollprodukten, wie geht es denn dem Schaf damit? Und im Fall von den Waldkauz- bzw. Steinkauzprodukten sind sämtliche Wolldinge Mulesing frei. Mulesing ist eine Praxis, wie sie zum Beispiel in Australien angewendet wird, bei dem Schaf. Ein Schaf ist ja kein Wildtier. Die sind ja hochgezüchtet, dass sie eben so viel Wolle produzieren. Und bei dieser Zucht haben Schafe viele Hautfalten bekommen. Unter anderem um den After drumherum. Und diese Hautfalten, die haben dummerweise die Angelegenheit, Eigenschaft, dass sie in Kombination mit dem Kot vom Tier, das sich dann immer selber ein bisschen, die können sich ja nicht den Hintern abwischen sozusagen, entzünden sich da ganz schnell diese Hautfalten, da nisten sich Fliegen ein und das Schaf kann verschiedene schlimme Krankheiten bekommen durch eben diese Hautfalten um den Hintern herum und den After. Und das löst man, das Problem, indem man dem Schaf in jungen Jahren sozusagen diese Hautfalten da einfach wegrasiert, also das Fleisch um
den After wegrasiert. Und das ohne Betäubung. Das ist so die klassische Methode. Und das nennt sich eben Mulesing, wenn man das so in der klassischen Art und Weise durchführt. Gilt aus Tierschutzgründen als eher suboptimal, völlig zu Recht, ist auch suboptimal. Es gibt tierschonendere Lösungen und darauf wurde Wert gelegt bei diesen Produkten hier. Ne? Also die sind Mulesing-frei, da hat man das Schaf nicht beschnitten, sozusagen, ohne Betäubung und bei lebendigem Leibe. Und danach muss das eine lange Zeit mit der Wunde rumlaufen und irgendwie gucken, wie es klarkommt. Ne? Der Fairness halber, Mulesing ist umstritten. Ja, es tut dem Tier weh, das zu machen. Ja, es gibt bessere Methoden fürs Tier, die teurer sind. Aber Mulesing funktioniert. Also dem Schaf, das kann halt hinterher keine Fliegeninfektion um den Hintern rumrum bekommen und solche Sachen. Ne? Also streng genommen ist es erstmal dem Schaf wehtun, ja. Aber danach geht es ihm tendenziell besser. Und da kann sich jetzt jeder eine eigene Meinung zu bilden, ob das jetzt furchtbar schlimm ist oder nicht. In jedem Fall, bessere Lösungen sind immer bessere Lösungen. Und die wurden hier bei dieser Jacke verwendet. So, dann ist das Ding komplett frei von irgendwelchen Imprägniermitteln. Also vor allen Dingen keine PFCs. Und das ist auch was ganz, 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 ganz Tolles, weil eine vergleichbare Plastikklamotte, die ist häufig dann eben noch mit solchen Mittelchen ausgestattet, damit sie etwas wasserabweisender ist. Das ist sie dann auch, das ist alles super, bis das Zeug rausgewaschen ist. Und wenn es rausgewaschen ist, ist es irgendwo im Wasser und wird da bis in alle Ewigkeit drin bleiben. Das Zeug ist nämlich persistent bis in alle Ewigkeit. Das kann niemals biologisch abgebaut werden, lagert sich halt nur irgendwo in den Ozeanen oder im antarktischen Eis oder was weiß ich wo auf dem Planeten an. Sowas ist hier nicht drin in der Jacke. Ne? Also aus der Hinsicht wirklich auch super toll für die Umwelt. Und irgendwas Letztes war noch, made in der EU, finde ich auch schön, da weiß man auch, wo es herkommt und dass es halt eben nicht von wem auch immer in sonst wo zusammengeklöppelt worden ist. Ne? Beziehungsweise gelodend, ja, und genäht, ja, was weiß ich. So, ihr seht nichts mehr, vermutlich, außer so ein ganz kleines bisschen. Und ich glaube, damit habe ich aber die wesentlichen Punkte. Das mit der Passform wollte ich noch sagen, das mit dem Windgedöns und so weiter und so weiter. Ja, Wärmeleistung, also ich habe sie auch schon bei minus 5 angehabt mit einer ähnlichen Kombination von Zeug drunter, wie ich jetzt trage, dann allerdings noch mit Mütze, langer Unterhose, Handschuhe, also am Rest vom Körper noch dickere Schichten, aber rein vom Oberkörper her, das, was ich jetzt hier anhabe, würde ich jetzt viel rumlaufen, würde ich wahrscheinlich schwitzen wie Bolle, T-Shirt, dünnes Pulli, dickes Pulli und die Jacke drüber, das ist mit minus 5 Grad für mich super bequem beim Sitzen, ja, nicht mal beim Bewegen, sondern auch wirklich beim Rumsitzen, stundenlang im Wald, immer noch schön warm am Oberkörper. Also es ist schon ein warmes Jäckchen, trägt man nur ein T-Shirt drunter, würde ich sagen, so bis 8 Grad, oh, so die magische Grenze und mit mehr Klamotten dann entsprechend wärmer. Jetzt aber wirklich gut hier, ausgerechnet die blöde Jackensache hat jetzt Überlänge. Na egal, da müssen wir alle durch. Ich bedanke mich, bis morgen, macht's gut und googelt das Ding einfach selber, wenn ihr sowas haben wollt. Aber nochmal, ja, nur wenn es nicht wehtut oder andere Ausrüstungsgegenstände schon vorhanden sind, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Oder als Geschenkidee ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ja, ist halt schon teuer. Ne? Das ist es wert, das möchte ich nochmal betonen. Ich verstehe, warum das Ding so viel kostet und das ist auch angemessen. Aber es ist halt viel Geld, muss man schon wissen. So, tschüss.